Die Businessfragen OG kauft einen neuen BKW für das Unternehmen gegen Barzahlung. Der Kaufpreis beträgt 35.000 Euro inklusive Umsatzsteuer und die Aufgabenstellung ist: Verbuchen Sie den Geschäftsfall. Okay, dann schauen wir uns diesen Geschäftsfall jetzt etwas genauer an. Und hierfür können wir auf die 4 Schritte zum richtigen Buchungssatz zurückgreifen. Im ersten Schritt müssen wir uns einmal überlegen, welche Konten werden benötigt und um welche Kontoart handelt es sich hierbei. Starten wir zuerst einmal mit dem ersten Konto, das wir benötigen. Wir sehen hier, wir kaufen einen BKW. Und dementsprechend benötigen wir einmal auf alle Fälle das BKW-Konto. Und immer wenn wir etwas kaufen, oder fast immer wenn wir etwas kaufen, ist auch dementsprechend eine Vorsteuer zu bezahlen. Und dementsprechend brauchen wir als zweites eben auch das Vorsteuerkonto. Und zu guter Letzt müssen wir noch schauen, wie das Ganze bezahlt wird. Es wird hier als Barzahlung definiert und deswegen brauchen wir als drittes Konto eben noch das Kassakonto. Und wenn wir uns dann als zweites noch anschauen, um welche Kontoart es sich handelt, bei einem BKW sprechen wir von einem Vermögen für Unternehmen. Und das Vermögen eines Unternehmens finden wir auf der Aktivseite einer Bilanz. Und aus diesem Grund sprechen wir hier von einem aktiven Bestandskonto bzw. von einem Aktivkonto beim BKW. Und die Kassa finden wir ebenfalls oder im Umlaufvermögen, also auf der Vermögensseite der Bilanz, weshalb wir auch hier von einem Aktivkonto sprechen. Und dann müssen wir uns eben im nächsten Schritt überlegen, handelt es sich um eine Vermehrung oder eine Minderung des jeweiligen Kontos und erfolgt die Buchung im Soll oder im Haben. Und wenn wir uns diese Konten jetzt anschauen, also jetzt haben wir zuerst das BKW-Konto, ein Aktivkonto und unser BKW-Vermögen wird dementsprechend mehr, also haben wir in diesem Fall auch eine Vermehrung. Und eine Vermehrung eines Aktivkontos wird immer im Soll gebucht. Und aus diesem Grund gehört einmal das BKW-Konto auf die Soll-Seite. Die Vorsteuer, sofern es sich um keine Korrektur handelt, wird auch immer im Soll gebucht. Und beim Kassakonto handelt es sich ebenfalls wieder um ein Aktivkonto, allerdings haben wir hier eine Minderung, weil unser Geld wird je weniger wert, das bekommt ja der Autoverkäufer. Und eine Minderung eines Aktivkontos wird eben immer im Haben gebucht. Ja, und somit braucht man dann eigentlich jetzt an dieser Stelle nur noch die Beträge rechnen, also den grundsätzlichen Buchungssatz haben wir jetzt einmal. Und hier haben wir in der Angabe gegeben, dass es sich hierbei um einen Kaufpreis von 35.000 inklusive Umsatzsteuer handelt. Das heißt, die 35.000 sind ein Bruttobetrag. Und diesen Bruttobetrag müssen wir jetzt einmal auf Netto zurückrechnen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir die 35.000 durch 120 in Österreich bzw. in Deutschland durch 119 dividieren und mit 100 multiplizieren. So kommen wir auf einen Nettokaufpreis von 29.166,67 bzw. von 29.411,76 in Deutschland. Und zu guter Letzt müssen wir dann eben auch noch den Bruttopreis minus den Nettopreis subtrahieren, dann kommen wir zur Vorsteuer. Die Vorsteuer beträgt in Österreich dann in dem Fall 5.833,33 bzw. in Deutschland 5.588,24. Ja, und damit ergibt sich dann der Buchungssatz BKW mit 29.411,76 und Vorsteuer mit 5.588,24 an das Kassakonto mit 35.000 Euro. Und wenn wir das Ganze dann noch auf das D-Konto übertragen, so sehen wir auf dem BKW-Konto
dass eben hier 29.411,76 in Soll dazukommen, bei der Vorsteuer 5.588,24 dazukommen und beim Kassakonto die 35.000 im Haben dazukommen.